Frau Viktoria Wolf. Sie wurden in Heilbronn als Tochter des Lederwarenfabrikanten Jakob Viktor geboren. Als erstes Mädchen besuchten sie das Heilbronner Realgymnasium, das bisher nur eine Bubenschule war. Sie waren die Schülerin eines berühmten Physikers, eines berühmten Physikers, aber auch zugleich sein einziger mathematischer Misserfolg. Ganz richtig. Wie war das damals? Ja, dieser gute, reizende Herr, der mir sehr alt vorkam, hat auf Wunsch meines Vaters mir Nachhilfestunde gegeben in Mathematik, weil ich wohl das schlechteste Mathematikobjekt dieser Stadt war, oder vielleicht der ganzen Welt. Und zu einer Zeit, als ich eine Aufnahmeprüfung hat machen müssen für das Realgymnasium, kam er jeden Tag nachmittags in unseren Garten, in unser Gartenhäuschen und hat mir beibringen wollen, was der Lehrsatz von Pythagoras ist und was Euklid ist und all diese Leute mit den wunderbaren Namen. Und ich habe mich mit ihm ein bisschen herumgezankt, weil ich ihm nicht glauben wollte. Und er hat aber doch trotzdem den Wunsch meines Vaters erfüllt und mich belehren wollen. Und der Mann wurde später weltberühmt, weltbekannt, eine Idee, Albert Einstein. Und er war ein zweiter Vetter meines Vaters, ein Übervetter. Sie haben ihm immer widersprochen und sagten, Sie glauben das nicht, was er sagt. Ja. Und was sagte er dann? Er hat gesagt, ja, wenn du es nicht glaubst, ich glaub's und ich bin ich und du bist du. Sie verließen 1933 mit ihren beiden Kindern ihre Heimatstadt Heilbronn. Warum? Ja, weil ich verlassen musste, weil ich aus der Reichsschrifttumskammer rausgeschmissen wurde und weil ich dieses Land, dieses hitlerverseuchte Land, nicht als Lehrboden für meine Kinder haben wollte. Da habe ich lieber alle Opfer auf mich genommen und bin mit den Kindern weggegangen. Und zwar, es ging ja nicht so leicht, nicht wahr? Man kann ja nicht sagen, ich bin weggegangen oder gereist. Wir sind dann schließlich nach Ascona gegangen und mein Sohn, der damals noch nicht in der Schule war, hat immer gesagt, müssen denn andere Leute auch fliehen? Wir haben immer von Flucht gesprochen und er hat es gar nicht kapiert. Man könnte doch einen Zug nehmen und reisen. Und das war nicht so. Sie blieben in Ascona bis 1933. Diese Zeit nicht 33, bis 39. Entschuldigung. Sie blieben in Ascona bis 1939. Ja. Diese Zeit beschreiben Sie als fröhliches Exil. Ja. Warum? Weil es dort die interessantesten Menschen gab, die sich aus der ganzen Welt zusammengefügt haben, hauptsächlich in meinem Beruf, Schriftsteller, Maler, Künstler. Und weil sie eine Atmosphäre geschaffen haben, die anders war wie die Kaufmannsatmosphäre in Heilbronn. Oder die solide Atmosphäre, weil ich von denen viel gelernt habe und weil die mich als günstigeres Lernobjekt behandelt haben. Ein der Schriftsteller, den Sie in Ascona getroffen haben, hat Sie besonders beeinflusst. Ja, und er wurde mein guter Freund, das war Erich Maria Remarque, der nach Ascona gezogen ist, nicht als Exilant, sondern weil ihm der Boden in Deutschland auch zu heiß wurde. Er hat den großen Welterfolg gehabt mit alles Breit- und Silvesterfront. Im Westen nichts Neues hieß, glaube ich. Und er war sehr rührend zu mir und hat mir von seiner Kunst viel beigebracht. Er hat zum Beispiel den Titel meines ersten Romanes dort gefunden, Gast in der Heimat. Er hat mir einen Verleger dort gefunden, der Rieder Verlag in Amsterdam. Er war einfach einflussreich auf meine damalige Zeit. Sie beschreiben ihn als eine Persönlichkeit zwischen Teufel und Engel. So war er auch, ja. Ein Teufel und Engel. Er konnte wunderbar sein, hilfsreich, zauberhaft, menschlich originell. Er konnte genauso rachsüchtig sein und böse, nicht zu mir, sondern zu anderen. Und er hat dann immer gesagt, wenn ich zu ihm gesagt habe, das tut man doch nicht, das ist doch grausig, was du da machst. Dann hat er gesagt, ich bin ein Krebs, astrologisch gesprochen. Er greift zu. Er hat sehr an Astrologie geglaubt. Er auch. Wann sind Sie geboren? Im Juni? Im Juli. Juli. Wie viel? 9. Juli. 9. Juli. 5 Tage nach meiner Tochter.
1939 wurden Sie als Ausländerin von der Schweiz ausgewiesen, ja, und zogen nach Nizza. 1940 wurden Sie dort erneut vertrieben, aber auf der Flucht als dreckige deutsche Spionin verhaftet. Warum? Warum? Weil die Kriegshysterie in Frankreich ungeheuer war. Der deutsche Hass war überwältigend. Der kam noch vom Krieg vorher. Und jeder Mensch, der auf der Straße ging, wurde verdächtig wegen irgendetwas. Und so, also, als ich ohne Fahrgenehmigung oder Ausfahrgenehmigung oder überhaupt Weggehgenehmigung zwar rausgeschmissen wurde, aber keine Papiere mitbekam, wenn mich ein Gendarme an einer Rhonebrücke gefunden hat, hat er gleich von der, ohne mich gesprochen zu haben, gesagt, dreckige Spione. Und die Kinder waren genauso dreckig. Und er war nicht davon zu überzeugen, dass ich eigentlich ein harmloses Mädchen bin. Sie beschreiben diese Gefängniszeit, die danach folgte, als die schlimmste Zeit Ihres Lebens. Ja, die schlimmste und vielleicht die lehrreichste Zeit. Denn von Schrecken lernt man ja. Und schlimm war es, denn ich war nicht gefängnistrainiert. Ich wusste nicht, wie man das, was man da tut, wie man dort behandelt wird und wie unangenehm es ist, auf richtigem Stroh zu schlafen, das stinkt und Ungeziefer hat. Und habe dort einen Gendarme, der mich besonders gehasst hat. Also mehr hassen kann man ja niemanden wie der mich. Und der sein Leutnant hat zu ihm gesagt, lass diese gefährliche Frau nie allein. Und das hat er wörtlich genommen, so ging er auch mit mir ins Outhouse. Also wie heißt das auf Deutsch? Outhouse genannt. Ja. Und dann hat man diese Bedürfnisse so wenig wie möglich nachgegeben. Und ich wurde auch prompt daraufhin krank. Frau Wolf, über Spanien und Portugal glückte Ihnen dann die Flucht nach New York. Sie wirken danach jahrelang als Drehbuchschreiberin in Hollywood. Das klingt alles wunderbar in einem Satz, ja. War aber sehr schwer. Das glaube ich. Ja. Wir wollten es nur etwas schneller machen. Wir wissen, dass Sie ein sehr bewegtes Leben haben. Aber wir wollten es etwas raffen. 14. Weil wir sonst wahrscheinlich noch tagelang hier sitzen würden. Ja, und das Winzerfest vergessen. Wie war diese Zeit in Hollywood? Ach, Sie wollen gleich von Hollywood wissen. Na, erstens einmal, es hat 3 Monate gedauert, bis ich meine Papiere wieder bekommen habe, die von mir, abgenommen wurden. Und dann hat es weitere 3 Monate gedauert, bis ich über Spanien mit einem Visa nach Portugal kam. Von Spanien nach Portugal ging nur einmal in der Woche ein Zug. Die waren alle ausverkauft. Bis man da einen Platz bekommen hat, das war auch nicht lustig. Und dann kam ich nach New York schließlich. In Portugal ist uns so schlecht geworden, weil wir zum ersten Mal wieder was zu essen gekriegt haben. Man hat nichts gekriegt in Frankreich. Und in Portugal wurde alles nur mit diesem schrecklichen Fett gekocht. Und wir waren alle krank. Und kamen dann auf das Schiff, auf Exeter. Fuhren von Lissabon nach New York. Und es war eine fantastische Fahrt an für sich. Auch meine Tochter war auch die ganze Zeit krank. Und ich habe mich dauernd darum gekümmert, dass wir nicht landen konnten, denn wir hatten kein Landungsgeld. Und ich wusste nicht, wie wir das machen könnten, da rauszukommen. Ich glaube, die meisten Leute kamen nach Ellis Island. Aber ich habe dann einen Dreh gefunden, einen Onkel, der mir das geborgt hat. Und es war alles nicht so lustig. Sie kamen nach New York, Sie besuchten die Columbia-Universität, ja. Sie studierten Short Story Writing, ja. Und dann zogen Sie mit Ihren Kindern nach Beverly Hills. Die Kinder waren schon in Los Angeles bei meiner Schwester und ich kam dann allein, weil mir der Alexander Korda ein Telegramm geschickt hat, er könnte ein Buch von mir, er würde sich interessieren für ein Buch. Also dann bin ich hingefahren nach Hollywood. Und als ich dort ankam, war er längst weg. Er hat nicht auf mich gewartet. Was haben Sie in Hollywood getan? Ich habe zuerst mal mich gefreut, dass ich frei war. Dann habe ich mich mit der Schweiz wieder in Verbindung gesetzt. Ich sagte, jetzt bin ich da. Schickt mir ein bisschen was zum Leben. Und ich habe immer noch Honorare. Und dann hat ein Agent von mir ein Buch gefunden. Das hieß das Weiße Abendkleid, so White Evening Dress. Und hat es an einen Produzenten verkauft. Dieser Produzent hieß Sam Spiegel. Sam Spiegel. Mit dem haben Sie besondere Erlebnisse gehabt. Ja, das war ein
hochintelligenter und aber ebenso fragwürdiger Charakter. Und er hat mich in die Geheimnisse des Filmlebens Hollywood eingeweiht, aber auf negative Weise. Nicht nur hat er den Titel des Romanes geändert, sondern er hat auch sehr schlecht bezahlt und er ist seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen. Und er hat mir irgendwie gezeigt, so kann es auch sein, nicht wahr? Sie hatten aber auch Erfolg in Hollywood. Oh ja, dann nachher sehr großen Erfolg. Frau Wolf, welchen Einfluss hatten die Emigranten in Amerika auf die amerikanische Literatur? Also Sie meinen die großen emigrierten Schriftsteller wie Thomas Mann und Feuchtwanger und Werfel und Bruno Frant und Leonhard Frank? Keinen Einfluss. Warum keinen? Warum keinen? Weil kein Schriftsteller auf einen anderen Einfluss hat, wenn er schon innerlich geformt ist. Er schreibt dann nur das, was in ihm ist und was er schreiben muss. Und so, ich hätte mal einen Vortrag halten sollen über dieses Thema und habe zu dem Professor von Hofe gesagt, da brauche ich keinen Vortrag halten, Sie brauchen kein Mittagessen von mir zu verschwenden. Ich kann es Ihnen am Telefon sagen, keinen Einfluss. Warum? Warum? Weil eben niemand belehrbar sein will. Wer hat auf mich Einfluss? Niemand. Wer hat auf Sie Einfluss? Was betrachten Sie heute als Ihren größten Erfolg? Ja, ich denke, Stadt ohne Unschuld auf Deutsch, das heißt Fabulous City in Englisch. Um was ging es in diesem Roman? Was ums geht? Es geht um die Entstehung der Stadt Los Angeles vom Jahr 1869 till 1900. Und die zeigt, wie eine aus einer kleinen, unzusammenhängenden Gemeinde plötzlich eine Stadt wird. Es wird gezeigt, nicht dokumentarisch, sondern an Hand von vier wichtigen Persönlichkeiten, die dem Leben nachgebildet sind. Deren Leben zeigt, wie sich die Stadt entwickelt hat. So. Frau Wolf, die Schreibweise Ihres Namens macht den Beschreibern, den Literaturkritikern manchmal Probleme. Ja, das glaube ich. Sie heirateten zuerst Dr. Alfred Wolf mit einem F. Ja. Und dann? Der war von Heilbronn. Und dann Dr. Erich Wolf mit zwei F. Und was sagte Ihr zweiter Mann? Mein zweiter Mann sagte, ich bin froh, dass es keine Wolfs mit drei F gibt, sonst würdest du ja den auch noch heiraten. Frau Wolf, welche Pläne haben Sie für die Zukunft? Ich muss beinahe fragen, welche Pläne hat die Zukunft mit mir? Sie haben einen neuen Roman geschrieben. Ja, ich habe einen neuen Roman geschrieben. Ich stand nach dem Krieg um Mitternacht. Aber ich muss sagen, das Wichtigste in meinem Leben jetzt, nachdem ich einige Zeit krank war und Operationen gehabt habe, ist Survival, überleben können. Nicht wahr? Dass, wenn man krank wird, ändert man sein Leben innerlich. Man wird verinnerlicht, denn man kann ja nicht außen herum spazieren. Und ich habe jetzt gemerkt, dass das Wichtigste ist, gesund zu sein und nicht Romane zu verkaufen. Und das ist nicht nur bei uns steht, sondern bei Gott, Zufall. Es gibt wahrscheinlich gar keinen Zufall, Bestimmung. Und außerhalb uns, was wir mit uns vorhaben. Es liegt nicht immer an mir. Ne? Frau Wolf, Sie sind weise geworden. Ja. Wie lange hat Ihr Leben gedauert bis heute? Bis ich weise war? Ja. Bis ich weise wurde? Ich wurde eigentlich weise im Gefängnis. Denn ich habe mir im Gefängnis, nachdem man diese enormen Entbehrungen erlitten hat, gesagt, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Jetzt kann ich alles überstehen, wenn ich das fertig habe. Ich kann Amerika nichts mehr antun. Und nichts Böses mehr antun. Und wenn man eine negative Situation richtig anfasst, dann gewinnt man davon. Ich habe mir versprochen, an meiner Familie versprochen, nie zu jammern. Denn das ist eine negative Angelegenheit, die bringt nur negative Gedanken hervor. Ich bin positiv, habe positiv aus dem Gefängnis gekommen, positiv aus der Krankheit gekommen. Und das ist, glaube ich, weise zu werden. Aber ich glaube, Sie stehen heute auch noch positiv zum Leben. Sie wollen immer noch schreiben, immer noch wirken. Oh ja. Was treibt Sie an? Warum schreiben Sie? Man muss schreiben. Ein richtiger Schriftsteller muss schreiben. Er muss schreiben, was er in sich hat. Ich frage mich oft, wenn andere, oder ich frage zurück, wenn andere sagen, schreibst du noch? Dann sage ich, atmest du noch?
Denn das ist, solange man, wenn man ein richtiger Schriftsteller ist, ist Schreiben wie Atmen. Und ich werde weiter atmen, hoffe ich, und ich werde weiter schreiben, hoffe ich. Ich habe meinen Glauben geändert. Nicht, dass ich eine andere Konfession oder so, ich gehe nie in eine Kirche, ich gehe nie in eine Synagoge, mein Glaube ist da. Und die Schweiz war nicht liebenswürdig zu Fremden. Die Schweiz hat ein Wort geprägt, Überfremdung. Das ist ein ganz neues Wort. Und die haben alle Leute ausgeschlossen, die sie nicht wollten, die nicht Geld gehabt haben. Der Remark ist auch sogar gegangen, obwohl er nicht ausgeschlossen hat, aber es war ihm zu dumm. Alle seine Freunde sind weggegangen. Frau Wolf, Sie haben in Ihrem Leben mehrere Romane geschrieben, die im Arztmilieu spielen. Ja. Hat es einen besonderen Hintergrund? Ja, erstens mal habe ich immer eine Vorliebe für Medizin gehabt, muss in einem früheren Leben Mediziner gewesen sein. Und dann der Wolf mit 2F war ja Kardiologe, und zwar ein berühmter Kardiologe, der all diese deutschen emigrierten Schriftsteller behandelt hat, die ich durch ihn kennengelernt habe. Und wie man gesagt hat, Weimar am Pazifik. Und von dem habe ich viel gelernt und habe Ärzte-Romane mit ihm geschrieben. Das heißt, er hat selber gern geschrieben. Sie haben auch einen Roman geschrieben, den Sie anschließend zu einem Theaterstück umgeschrieben haben. Ja. Das war? Das war drei Tage. Sie wissen besser als ich. Ich habe Ihr Leben studiert ein bisschen. Wie haben Sie es her? Als mehrere Bücher. Sehr gut. Sie haben, dieses Theaterstück wurde dann im Theater an der Josefstadt eine Nacht aufgeführt. Warum nur eine Nacht? Weil es gerade die Nacht ist, der Herr Hitler in Wien einmarschiert wurde und das Josefstädter Theater geschlossen wurde, weil nämlich es einen Juden gehört hat, Herr Lothar, und weil drei jüdische Leute drin gespielt haben, der Ernst Deutsch, der Bassermann und seine Frau. Und was ging es in diesem Theaterstück? Es ging um eine Arztehe, die der Professor, das ist ein Chirurg, hat einen Mann gerettet, der nebenbei der Freund seiner Frau war. Da ging es darum, rettet er ihn oder rettet er ihn nicht? Er rettet ihn natürlich, denn die Arzt, der hippokratische Eid ist wichtiger wie ein weltliches Geschehen. In dem Roman The Day After, in dem Roman After the War at Midnight. Ja. Was beschreiben Sie da? Da beschreibe ich das Leben von 5 Freunden, die ich alle während des Krieges kennengelernt habe, vor dem Krieg und während des Krieges kennengelernt habe, und was aus denen geworden ist. Welche Freunde sind das? Das war das erste war der Remark, dann war der zweite der Ignazio Silone, das war ein Italiener, dann die Tilla Durie. Das war eine Schauspielerin, eine deutsche, sehr berühmte Schauspielerin, die in Ascona gelebt hat. Und dann die Unbekannte, das war eine Freundin von mir, die Walli von Hoffen, die so ein schönes Kind und die ein ungeheures Schicksal hat. Und der Roman ist noch nicht verkauft, weil er noch nicht richtig angeboten wurde, weil ich eben durch die Umstände der letzten Jahre nicht imstande war, kommerziell mich zu betätigen. Haben diese 5 Freunde von Ascona, hat der Lebensweg dieser Freunde eine Gemeinsamkeit? Heils anerkannt. Wir haben es anerkannt als eine Enklave. Und die Leute in Tessin haben gesagt, wenn sie nach der Schweiz fahren, nach Zürich, an die haben wir als Witzer, aber wir gehen nach der Schweiz. Das haben sich beide gegenseitig nicht richtig anerkannt. Und sie haben natürlich alle den gleichen Lebensweg gehabt, denn in Ascona hat sich jeder gesagt, wohin jetzt, was jetzt, pass wohin. Und wir waren schneller befreundet, wie man sonst im Leben befreundet ist, wenn man sich trifft, weil man die gleiche Entwicklung durchgehabt hat und die gleiche Endziel, nicht wahr? Das Endziel war, sich das Leben zu retten, Survival. Frau Wolf, eines würde mich noch interessieren. Sie haben mehrere Romane zunächst gezielt für Illustrierte geschrieben. Wir in Deutschland
sehen etwas herab auf illustrierten Roman. Ist das falsch? Es ist insofern falsch, als es erstens mal vor 20 Jahren war und man hat mich gebeten, diese Romane zu schreiben. Ein Redakteur von Glück kam zu mir und hat gesagt, schreiben Sie doch mal etwas für uns, was können Sie denn schreiben? Dann habe ich gesagt, ich könnte schreiben das Leben von einigen Kriegsbeuten, von deutschen Mädchen, die Amerikaner geheiratet haben. Ich sage, ja, das ist sehr gut. Und dann habe ich es geschrieben, weil es mir Spaß gemacht hat. Und dann war es aber doch so, wie Sie sagen, ein richtiger Verlag, ein großer Verlag, wollte sich nicht an etwas ranwagen, was zuerst für eine Illustrierte geschrieben ist. Ist das falsch, diese Einstellung? Für mich kam es falsch vor. Aber ich war nicht in dem Betrieb drin, nicht? Beurteilen wir in Deutschland Literatur anders als in Amerika? Ich denke ja. Welchen Unterschied sehen Sie da? Ich denke, in Amerika beurteilt man Literatur auch kommerziell. Und hier ist Literatur Literatur. Und wenn ein Dichter hungert, dann kürzt er so. Wenn ein Dichter hungert und wenn er Dinge schreibt, die nicht viele lesen, dann ist er ein großer? Ein großer Dichter. Wenn er Dinge schreibt, mit denen er Erfolg hat? Dann ist er ein Erfolgsschriftsteller. Das wird ein bisschen so herablassen. Die Frage ist jetzt, haben wir recht? Hat Deutschland recht mit dieser Einstellung? Ich muss immer sagen, wenn einer fragt, haben Sie recht oder haben Sie nicht recht? Jeder hat recht. Von seinem Standpunkt aus, von seiner Erziehung aus. Wenn Sie schreiben, Frau Wolf, schielen Sie dann auf den Verkaufserfolg? Nein, no, nie. Nee. Man weiß doch nicht. Ich weiß doch nicht, wer was liest. Ich kenne die Menschen zu wenig, um zu sehen, was für einen Eindruck ein Buch von mir auf sie macht. Die Menschen lesen gerne von Liebe, Leid und Glück. Ja. Das schreibe ich ja nicht immer, das kommt mal drin vor. Aber es ist nicht das Hauptthema. Das, was man hier Schnulze nennt. Und in Amerika Romance. Das schreibt es nicht der Romance wegen, sondern es muss ein Thema sein, das dazu führt. Haben Sie eine Geschichte, die Sie gerne noch schriftstellerisch umsetzen würden? Ich habe leider Gottes zu viele Ideen. Und ich muss dann selber immer aussieben, was ich am liebsten täte. Ich schreibe nur gern etwas, mit dem ich mich ein Jahr lang gern beschäftige. Etwas Unangenehmes oder Tragisches oder Trauriges möchte ich gern vermeiden. Denn dann würde ich ja ein Jahr lang in Trauer ersticken. Denn Schreiben ist für mich die Hälfte des Tages. Ne? Also, Sie haben jetzt wieder Ihre Heimatstadt Heilbronn besucht. Ja. Wie war diese Begegnung mit der Vergangenheit? Sehr schön. Ich habe es sehr genossen. Ich fand die Menschen ungeheuer freundlich. Viel freundlicher wie damals, als wir weggingen. Und auch die ganze Atmosphäre angenehm. Und man hatte die ausgestreckte Hand überall gespürt, bei den fremdesten Leuten. Und ich habe meinen Enkel dabei gehabt, der war sehr interessiert an seinen Roots, an seinen Wurzeln und war glücklich hier. Er wird immer wieder kommen. Meine Tochter ging so weit, die war nicht jetzt da, vor 2 Jahren, dass sie zu mir gesagt hat, warum sind wir je fort von diesem schönen Land? Also ihre Geschichtskenntnisse waren nicht sehr groß.